Die Jazzharmonik funktioniert genauso wie die klassisch-europäische. Sie basiert auf dem Stufenmodell und entsteht durch Terzschichtung. Man schaut sich eine Tonleiter an, C-Dur hier in unserem Beispiel, und betrachtet, was bei Terzschichtung in den einzelnen Stufen passiert. Wir schichten die erste Terz. E, G, A, H, C, D. Schauen an, ob es sich um große oder kleine Terzen handelt. So können wir herausfinden, ob der Dreiklang Dur oder Moll wird. Große Terz, also Dur. Kleine Terz, also Moll. Und so weiter. Moll, Dur, Dur, Moll, Moll. Wir schichten die nächste Terz, die Quinte. Und untersuchen diese. Es handelt sich hier um eine reine Quinte. Es handelt sich überall um eine reine Quinte, außer hier. Da handelt es sich um eine verminderte Quinte, um eine B5. Deshalb sagt man hier Moll B5. Wir schichten die nächste Terz, die 7. Und untersuchen jetzt, um welche Team es sich handelt. Große 7 von C nach H. Dazu sagt man Major 7. Kleine Septime, Moll 7 ebenfalls. Wieder ein Major 7, eine große Septime. Hier haben wir als nächstes eine Dur mit kleiner 7. Also schreibt man nur 7. Hier haben wir wieder eine kleine Moll 7 und hier auch eine kleine Moll 7 B5. Wir schichten die nächste Terz, die None, die 9. Und untersuchen, ob es sich um eine große oder kleine 9 handelt. Eine große, da braucht man nichts weiter zu schreiben. Auch eine große, hier eine kleine, also schreibt man B9. Hier handelt es sich um eine große, hier auch, hier um eine kleine, mal 7, B5, B9. Wir schichten die nächste Terz, die 11. Und untersuchen diese. Eine reine 11, brauchen wir nichts zu schreiben. Ebenso. Hier handelt es sich um eine übermäßige, deswegen schreiben wir Kreuz 11. Hier eine normale Reine. Hier auch eine Reine. Und hier auch. Wir schichten die nächste Terz. Das ist dann auch die letzte, die 13. Und untersuchen wieder die Struktur. Handelt es sich um große oder um kleine 13? Groß, groß, hier ist sie klein, also schreiben wir B13. Groß, groß, klein und klein, also schreiben wir hier auch B13. Ab diesem Moment können wir die Akkorde, die unten entstanden sind, eindeutig zuordnen. Es gibt nur einen Major 7, es gibt nur einen Major 7 Kreuz 11, es gibt nur einen Dur 7, es gibt nur einen Moll 7, nur einen Moll 7 B13, einen Moll 7 B9 B13 und einen Moll 7 B5 B9 B13. Jede Stufe ist eindeutig zuordnenbar. Man benutzt nicht immer alle diese Töne, sondern es gibt gängige und nicht so gängige. Die gängigen hier sind C Major 9. E-Moll 9, E-Moll 7, F-Major 7 Kreuz 11, G mit allen Erweiterungen bis zur 13, A-Moll 7 und H-Moll 7 B5.
Was passiert in Moll? Nichts Neues. In A-Moll, wir benutzen das gleiche System. Wir beginnen aber hier bei A-Moll 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die einzige Änderung passiert hier. Die Dominante bekommt eine Dur-Terz. Wird zu E7, B9, B13. Alle anderen Akkorde bleiben wie gehabt. A-Moll 7, A-Moll 7, B5, C, Major 9, D, Moll 9, F, Major 7, Kreuz 11 und G13.